Gefüllte Edelfasan im Federkleid. Wildgarnitur, blaue Traube. Umlegt mit feinen Leberschaum-Canapés. Früher in guten Häusern keine Seltenheit. Heute mehr für konservative Herrschaften. Für Feinschmecker von Stand. Es sind zwar keine Geldleute, aber Kenner, die für Delikatessen noch sparen. Und hier der Fassade. Dankeschön. Ja, wie verschwindet. Ein Momentchen bitte, ja? Natürlich. Geht zum Auto. Der französische Küchenmeister Vatel hat eines Tages von seinem Herrn, dem Prinzen von Condé, 1621 bis 1674, den Auftrag bekommen, zu Ehren seiner Majestät Ludwig des 14., des Sonnenkönigs, ein großes Festmahl zu arrangieren. Alles war gut vorbereitet, die Majestäten waren bester Laune. Aber in der Küche war die größte Aufregung. Die Fische für den 9. Gang waren nicht rechtzeitig eingetroffen. Das war natürlich für den Vatel eine furchtbare Katastrophe. Er hat aber ganz ruhig den 10. Gang serviert und sich dann in ein großes silbernes Tranchiermesser gestürzt. Dreimal. Durch diese Tat ist der Mann berühmt geworden. Für seine Ehrenhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Das wird wirklich selbstverständlich. Beste Empfehlung an die Herrschaft. Nach dem Bankett wollte der König den Koch auszeichnen und belobigen, aber man konnte ihm nur mehr den tragischen Tod melden. Selbstverständlich hat er den Vorfall den Herrschaften verschwiegen, denn man wollte ja ihm die Laune nicht verderben. Der König hat nach einer Pause genickt und dann gesagt, schade um diesen vortrefflichen Küchenmeister. Du hast zwar kein geordnetes Familienleben gehabt, aber nach dem, was hier steht, haben sich doch immer wieder Leute um dich gekümmert. Der Fürsorgeerzieher hat sich um dich gekümmert. Dein Vormund. Der Jugendrichter hat sich um dich gekümmert. Die Staatsanwaltschaft. Zwei religiöse Jugendverbände. Dein Lehrherr. Alle haben sich um dich gekümmert. Aber das hat ja wohl alles nichts genutzt. Lieber kein Leben als ein Verbrecherleben. Was hätte er denn gehabt von dem Geld, wenn er durchgekommen wäre? Nichts hätte er gehabt. Ein halbes Jahr später wäre er wieder da gestanden. Nein. So einer wird immer gefährlicher. Und für die Eltern war es vielleicht das Beste ja so. Der hat nicht warten können. Und dein Leben ist so lang. Da hat jeder eine Chance. Jeder. Man darf sich nur nicht zu viel vornehmen. Und deine Lehre. Da hättest du doch bleiben können. Dreher. Das ist doch ein schöner Beruf. Nun sag doch mal was. Warum bist du denn so? Ein jeder Mensch kann einen finden, der ihm was lehrt. Da gibt es gar keine Ausrede. Jeder ist für das verantwortlich, was er tut. Jeder. Thank you.
Bergstollen. Wie ich nur ein Jahr alt war, Kind. Aus der Haushaltskasse von der Mutter. Der Vater hat am Sonntag im Retour gemacht und da hat er es gemerkt. 20 Pfennig. Und das war damals noch was. Meine Mutter hat wieder geheiratet. Ich bin bei der Großmutter aufgewachsen. Mit ihr habe ich mich gut verstanden. An meinem Geburtstag hat sie mir eine Jeansjacke geschenkt und einen Panther drauf gestickt. Die Mutter hat an Weihnachten immer geschrieben. Als ich 14 war, ist meine Großmutter ins Altersheim und ich ins Fürsorgeheim gekommen. Die Arbeit in der Küche hat mir schon gefallen, aber ich habe in der Schusterei arbeiten müssen. Machst du uns einen Kaffee? Ja. Er hat natürlich gleich gemerkt, dass ich das war. Nein, ich habe mir halt ein bisschen was gekauft von dem Geld. 4 Tüter. Brausepulver. Waldmeistergeschmack. Naja, Kriminalität war das Klinge. Aber im Kleinen fängt es an, wie man sagt. Mit 16 bin ich dann in die erste Sache reingekommen. Es war ein Ladendiebstahl. Nach dem Jugendarrest hat der Meister zu mir gesagt, wir könnten nur Leute brauchen, die solid leben und arbeiten. Ich habe immer jemand gesucht, mit dem ich reden kann. Aber es war nie einer da. Mit dem erbeuteten Geld wollte er ein Geschäft eröffnen. Zuerst aber wollte er eine weite Reise machen. Er wollte ein geordnetes Leben führen, sagte er. Der hat Ahnung, wie schwer das ist. Das heißt einmal 3 Jahre Lehrzeit, 3 Jahre Trägerarbeit machen. Um 6 Uhr in der Früh aufstehen, Zwiebel schneiden, Teller waschen. Und dann das Militär. Und dann jeden Tag im Laden. Und jeden Tag freundlich seid zur Kundschaft. Und der Kunde hat immer recht. Und der Kunde ist König. Jede Frau hinten und vorn. Der hat Ahnung. Nachdem ich weggelaufen bin, hat mein Vormund mich in eine Schlosserlehre gesteckt. Ich habe immer dasselbe tun müssen. Immer schleifen und den Boden kehren. Wir mussten auf die Minute genau mit der Arbeit beginnen. Den Vormund kenne ich nicht persönlich. Er schreibt mir Briefe. Das ist der Ausblick nach dem Süden. Zugspitze, das ganze Alpenpanorama. Der wilde Kaiser mit dem Totenkircherl, Chiemsee, Kampenwand, Watzmann, Königssee und dahinter Steinerne Meer. Ganz im Osten, da ist Salzburg. Also hinter diesem ersten Giebel da, ja, 2 Hand breit, da hinter dem Masten, den Eisern, da ist die Zugspitze. Ja, an schönen Tagen haben wir da bis nach Tirol gesehen. Früher, da war das alles freies Gelände. Wälder, Wälder, Wälder. Da drüben bauen sie jetzt eine Siedlung für 3000 Wohnungen, Sozialsiedlung. Ja, mit diesen Einrichtungen für 12.000 Leute. Ja, die Leute werden immer mehr. Wir waren zuerst da. Der Vater hat das Haus gebaut nach der großen Inflation. Und ich hab's geerbt. Ja, ein bisschen umgebaut, repariert halt. Ölheizung. In einem Haus gibt's ja immer was zu reparieren. Nächsten Jahr kommt der Maler, gelb, so wie Schloss Nymphenburg. Weiß abgesetzt. Ja, das wird schön. Jetzt liegt schon wieder was da. Unglaublich. Es gibt Leute, die haben Ordnung und es gibt Leute, die haben keine Ordnung. Jeden Sonntag liegt da was herum. Aber ich hab die bessere als da. Muss ich wieder mal einen Brief schreiben. Wir verkehren nicht miteinander. Und die Zweige, die kommen auch weg. Das ist grenzüberan. Gut, Herr Wolfhard. Das ist ein sehr angenehmer Nachbar.
Er ist Regierungsrat beim Patentamt. Es wäre ganz einfach. Man muss halt ein bisschen Rücksicht auf sich nehmen, dann ist er ausgekommen. Das mit der Bank war die Idee von Werner. Ich wollte gar nicht reich werden. Nur einmal gut leben. Das Motorrad hat jetzt die Polizei geholt. Der Pflichtverteidiger hat mir gesagt, dass die Aussichten für mich schlecht stehen. Der Tatbestand ist klar, dazu lässt sich nichts weiter sagen. Hingegen könnte bei den vorhandenen Erziehungsmängeln meines Mandanten eine geringere Verantwortlichkeit gegeben sein und deshalb Chancen auf Strafmilderung bestehen. Zu dieser Frage möge ein psychiatrisches Gutachten erholt werden. Im Übrigen wird mein Mandant versuchen, in der Haft ein geordnetes Leben zu führen. Obwohl der Heranwachsende keinesfalls als sehr intelligent anzusehen ist, seine Rechtschreibung muss man als haftfordernd bezeichnen, entwickelt er bei der Begehung von Straftaten eine bemerkenswerte Raffinesse, die auf tiefsitzende Neigung zum Kriminellen schließen lässt. Der Vater hat erst einmal gar nichts gesagt. Dann war es Mittagessen, auch nichts gesagt. Nur einmal so, Sass, bitte, danke. Mich hat er überhaupt nicht angeschaut. Dann hat er zur Mutter gesagt, der ist ein Dieb. Dann ist er ins Bett gegangen. Die Mutter hat geweint und nach dem Abspielen ist sie in den Keller runtergegangen und hat Briketts abgestellt. Ich habe Klavier spielen müssen, weil Sonntag war dann schon. Nachmittag beim Kaffee, da hat er gesagt, Max, jetzt frage ich dich nochmal, war es das oder war es das nicht? Aber ich habe es nicht gesagt. Obwohl ich genau gewusst habe, dass er weiß, dass ich war. Da hat er mal eine runtergehauen. Das hat er ganz selten gemacht. Mutter öfter, aber die hat es nicht so gemeint. Um 6 Uhr, nach der Mahlandacht, hat er mich wieder gefragt. Er hat gesagt, so, warst du es oder warst du es nicht? Da habe ich ja gesagt. Dann habe ich eine Nachricht für die Sparkasse. Mit 14 habe ich mir mein erstes Bankkonto eröffnet. Ja, ich habe es gelernt. Auch in der Erziehungsanstalt und während seiner Vorstrafen ist die erhoffte charakterliche Veränderung nicht eingetreten. Aus dem Vorleben des Heranwachsenden ist ersichtlich, dass er jeder Versuchung unterliegt. Er hat es nicht erlernt, verzichten zu lernen. Allen Versuchen seiner Umgebung, ihm Arbeitsfreude und Ordnung beizubringen, ist er ausgewichen. Immer wieder verhängnisvoll wirkt sich seine Sucht, Auto und Motorrad zu fahren, aus. Mit 18 war ich beim Arbeitsdienst. Da war einer. Da ist einmal was vollkommen da. Hat er Geld gefehlt. Aber das war da ganz einfach. Da hat der Rottenführer gesagt, raus. Wer war das? Aber der hat sich nicht gemeldet. 3 Stunden Kisch schaffen. Dann hat er wieder gefragt, wer war das? Aber der hat sich wieder nicht gemeldet. Nochmal 2 Stunden Kisch schaffen. Aber die hat sich nicht gemeldet. Dann ist der Heilige Geist gekommen. Dann hat er sich gemeldet. Der glaubt nicht mehr. Da ich persönlich bin auch dagegen, dass geschlagen wird. Aber manchmal ist es schon notwendig, dass er kommt, der Heilige Geist. Thank you.
Die Öffentlichkeit, Herr Rath, hat sich am Rande auch mit Ihrem Verhalten während des Bankraubes beschäftigt. Ja. Sie haben während der Belagerung der Bank Speisen und Getränke verkauft, auch an die Menschen, die vor der Bank sich versammelt hatten und gewartet haben. Ja, schauen Sie, die Leute sind seit 4 Uhr Nachmittag gestanden und dann ist 6 Uhr, aber in Essenszeit, es waren ja Kinder dabei. Sind Sie nicht der Meinung, dass durch den Verkauf von Speisen und den Ausschank in dieser Weise aus der gegebenen Situation eine Art Volksfest gemacht worden ist, was einige Leute meinen? Aber okay, das können ja doch nur Leute behaupten, die nicht am Geschehen beteiligt waren. Das Publikum als die Zuschauer sind diszipliniert hinter der Polizeiabsperrung gestanden und haben ganz ernsthaft gegessen. Und gegessen haben sie, weil sie warten haben müssen. Müssen? Wieso mussten die Leute warten? Ja, ganz natürlich. Ein Bürger muss doch dabei sein und miterleben, dass seine Pflicht wieder durchgegriffen wird. Das ist ja sein Geld und seine Sicherheit, die da verteidigt wird. Da muss man schon dabei sein. Sie sind also in der Meinung, wer auf eine Polizeiaktion wartet, hat ein Recht auf Verpflegung. Ist das Ihre Meinung? Genau. Ich würde jederzeit wieder so handeln. Was das Verfahren in dem Bankraubfall anbetrifft, sind die Ermittlungen gegen die Täter abgeschlossen. Wir beabsichtigen, Anklage zu erheben. Das Ermittlungsverfahren gegen den Polizeieinsatzleiter, das die Mutter des verstorbenen Bankräubers angestrengt hat, wurde eingestellt. Der Polizeieinsatzleiter hat sich als erfahrener Beamter, der seinen Beruf mit Hingabe und Pflichttreue ausübt, an diesem Abend der Verantwortung gestellt. Die angeordneten Schüsse waren als Nothilfehandlung rechtmäßig. Die Beamten hatten die Täter kampfunfähig zu machen und der absolut kampfunfähige Schuss ist der Kopfschuss. Oder so gesagt, die höchste Form der Kampfunfähigkeit ist eigentlich der Tod. Es bleibt natürlich in solchen Fällen immer ein gewisses Unbehagen, das aber durch die Gründlichkeit der Prüfung ausgeglichen werden kann. Eine Million Mark wollten sie haben. Eine Million. Wenn man weiß, was man damit macht, dann kann man schon was anfangen damit. Aber da muss man genügend Erfahrung und Verantwortung haben. Ich wüsste schon, was ich damit mache. Das Geschäft vergrößern, ausbauen, modernisieren. Küche ganz modern. Zweite Filiale, Verkäuferin, die Frau ein bisschen entlastet wird, eine neue Lieferung, tja, ich wüsste schon, oder alles verkaufen und weg. Das ganze Geld gut anlegen, die Hälfte in Gold, die andere Hälfte in der Schweiz auf Zinsen, damit die Frau versorgt ist. Und dann weit weg. Amerika, Kalifornien, Meer, Sonne. Im schönsten Hotel wohnen, gepflegt werden, Massage, dass man wieder jung wird. Am Swimmingpool liegen und Kleid anschauen. Und alles in freundlich sein. Sich einfach die Welt anschauen. Dann wieder heimkommen. Und von den Zinsen leben. Gratulieren zum Muttertag. Das ist es für dich. Danke, Max. Und alles Gute. Bleib gesund. Ja. Okay. Danke. Und noch viele schöne Jahre wünsche ich dir. Von der anderen schönen Grüße.
Auch da die besucht einen Onkel Albert drüben im Haupthaus, was der jetzt krank. Wie geht's dir denn? Oh ja, verdammt gut. Gut? Gut, die Augen. Bitte? Und die Augen? Ja, das ist halt ein bisschen schlechter. Ja, ja, das ist der Tropfen rein. Ja, ja. Okay? Ja, die kommen trocken. Ja, im Geschäft geht's gut, aber. Ja, ganz gut. Ein bisschen Ärger habe ich aber. Ja, mein Gott. Ja, hast du das gelesen mit dem Bankrat da? Nein, habe ich nicht gelesen. Hast du nicht gelesen? Nein. Nein, sei froh. Das war gegenüber die Bank, die neue bei uns, also ja, gut. Die jungen Leute. Die stehe ans Fenster hin und wenn sie verblüht sind, dann nehme ich es wieder mit, dann sitze ich es im Garten. Schau, jetzt pflanzen schon die Bäume da unten. Das wird eine wunderschöne Anlage in 5 Jahren. Gut, dass wir die Seite genommen haben. Da Herrin hat es alles, was sie braucht. Pflege, Ansprache, im Heim sind ja über 1000 alte Menschen. Wir haben sie angemeldet, wie das Heim hier noch im Bau war. Da war draußen alles freies Feld natürlich. Voll ganz gut jetzt. Und was wollen wir denn mehr? Es werden 2 verschiedene Menüs angeboten und natürlich schon Kost. Man kann auch im Zimmer essen, aber das ist dann mit Sonderbedienungsaufschlag. Die Mutter, die macht es nur, wenn sie krank ist. Es ist ja besser für sie, wenn sie ein bisschen unter Leute kommt. 480 Mark kostet da herin und Nebenkosten. Dann natürlich noch Pflege, Arzt, Wäsche. Ja, was halt der Mensch sonst noch braucht, wenn er allein ist. Solange der eine den anderen noch hat, da ist natürlich billiger, man geht nicht rein, das Beste, man bleibt draußen. Und wenn ich meinen Laden immer hätte, ja, die Frau wüsste gar nicht mehr, wofür sie eigentlich noch lebt. Wenn man von Kind an gearbeitet hat, dann kann man das gar nicht lassen. Der Mensch muss immer tätig sein, sich für alles interessieren, was auf der Welt los ist. Dann bleibt er auch noch jung, wenn er alt ist. Das Grab hat der Vater gekauft, damit wir mal alle beisammen sind. Die ganze Familie. Also der Stein, der ist von mir. Gelegenheitskauf, Gebrauch. Na, das könnte kein Mensch mehr zahlen. Nicht? Bei diesen Arbeitslöhnen, die Arbeit. Ich wollte ja eine Witwe, also eine Trauernde, die. Aber die Frau, die war für einen Engel. Naja, der ist ja auch ganz schön. Sein Leben lang war er Pumperl gesund, bis er gestorben ist. Naja, Bahnwärter war ja ein sehr schöner Beruf. 18 Züge hat er gehabt, ja, vielleicht 20. Aber jede Nacht zweimal aufstehen. Da hat es keinen Wecker gebracht. Nicht einmal am Friedhof halten sie Ordnung. Nein, nein. Nie eine Blume. Ja, es ist schon traurig, wenn man tot ist und niemand hat, der sich um einen kümmert. Er ist dann aufgestiegen zum mittleren Beamten und vor dem Krieg noch ist entstanden. Ja, er hat sich hinaufgedient in eine sichere Existenz. Natürlich hat er auch mitmachen müssen, aber innerlich nie. Es war eben eine unsichere Zeit damals. Was hätten wir denn machen sollen? Wir haben ja nicht gewusst, was da so alles passiert. Nachher kann man leicht reden. Aber leben in so einer Zeit und ein anständiger Mensch bleiben, die haben Ahnung. Bevor die Amerikaner bei uns einmarschiert sind, haben sie uns beschossen, eine Nacht durch. Unser Haus auch. Schönes Schuss, Herr Witwe. 2 Durchschüsse durchs Dach. Entschädigung haben wir bis heute noch keine gekriegt. Der Vater hat aus einer weißen Tischdecke eine Fahne gemacht, in
und ist raus auf die Straße, um zu kapitulieren. Und dann war Ruhe, dann sind die Panzer gekommen. Er hat sich hingekniet, mein Gott, die Leute waren ja so froh, dass die Schießerei im Bett vorbei war. Ein Panzer hat gehalten, der vierte, und ein Army, ein Kolonel, ist ausgestiegen, ist runter und hat dem Vater einen Fußtritt in den Hintern gegeben. Dann ist er wieder weitergefahren. Ja, der Vater ist dann aus der Kirche ausgetreten. Das Haus ist requiriert worden, die Eltern haben im Keller gewohnt und drum war Einquartierung. 14 Mann und zwei Neger, aber sehr diszipliniert, das war ja die Elitetruppe damals. Die Mutter, die hat für alle gekocht, ja, da war ja alles da, Schokolade, kartonweise und Trockenmilch, Nescafé, Erdnussbutter und Grapefruitsaft. Den Krieg hätten wir nie gewonnen. Der Vater ist dann noch vor seiner Pensionierung gestorben. Ich glaube, er hat das Ganze nie verwinden können. Ja, er war halt auch ein Opfer seiner Zeit. Kampenwand, der wilde Kaiser, Tirol, am schönen Tag sieht man da bis Italien an. Südspitze und da unten wohnen wir. Darum ist der Mensch ganz klein. Da wird alles ganz unwichtig. Das spürt man, dass nichts umsonst ist. Dass es was Höheres geben muss. Jetzt fahren wir mal. Maschinentag was? Darf der schön backen?